Hey Caro, wenn Ripple $5 erreicht, wäre das Volumen bei 250 Millionen. Das wäre höher als Morgan Stanley. Wie sollen wir 15 erreichen? Ah, das hat so, dieser Total Market Cap oder dieser Market Cap hat so null Aussagekraft, mein Lieber. Sagen wir mal, XRP geht auf $10 oder $5. Wenn die ersten 50 Milliarden dann gedroppt werden, glaub mir, dann ist der Kurs nicht mehr bei $5, dann wird der Preis auf einmal so drastisch fallen, weil dieser Market Cap künstlich ist. Den gibt es gar nicht wirklich. Wenn die ersten 50 Milliarden droppen werden, dann sind wir wieder bei Preisen von 60 Cent. Aber das geht so. Und dann wird man ganz schnell merken, dass bei Morgan Stanley und bei diesen anderen dicken Firmen Kapital hintersteckt. Die haben Filialen, die haben Immobilien, die haben Patente, die haben Gelder, die in Nostro Vosto reingesteckt sind. Die haben Aktienanteile selbst von anderen Firmen. Das sind selber Hedgefondsmanager. Wie viel verdienen die? Wie viel Cashflow haben die? All diese ganzen Dinge repräsentieren einen tatsächlichen Wert bei Morgan Stanley. Was ist der Wert der XRP, des Preises bei XRP? Was ist diese Market Cap? Was ist das? Was ist das? Noch ist es rein spekulatives Nichts. Da steckt nicht so viel Geld hinter. JP Morgan, die Bank, hat mal eine Analyse rausgehauen gehabt und die haben festgestellt, dass tatsächlich nur ein Sechstel von dem, was im Market Cap angegeben wird, real an Geld da drin ist in dem Markt. Ein Sechstel. Überleg dir das mal. Und wenn du dir dann anguckst, wie viel Gelder von USDC da überhaupt reingepumpt werden, wie viel die printen ohne Ende, wo sie in US-Staat New York schon verboten sind, USDC Tether, wo sie in Kanada auch jetzt langsam verboten werden sollen, weil die das Geld einfach nicht da haben, so wie sie es versprochen haben. Und wie viel Tether fließt hier? Nur damit du ein Beispiel bekommst, weil viele sagen, oh, Tether ist doch egal, irgendein Stablecoin hier auf Platz 4 ist nicht mal höher als Bitcoin. Gehen wir mal auf das getradete Volumen. Jetzt werden die ganzen Coins nach getradeten 24-Stunden-Volumen. Jetzt guck dir das mal an. Bei 70 Milliarden ist Tether. Bitcoin ist hier bei 28 Milliarden. Guck dir das mal an. Mehr als das Doppelte wird mit Tether getradet. Und diese Entität hier, die druckt Dollar, also USDT, die druckt ihre Stablecoins, die mintet ihre Stablecoins, ohne dass da wahrhaftig irgendwelche Dollars dahinter sind. Ganz gegen dem, was sie früher versprochen haben. Das ist nur einer der Gründe von vielen, warum da nicht so viel Geld drin ist. Weil es auch keine 18 Millionen Bitcoin im Umlauf gibt. Gibt nicht. 3 bis 4 Millionen Bitcoins sind verschwunden, weg. Die wird niemand mehr wiederfinden, weil die Menschen, die es besessen haben, ihre Schlüssel zu ihrer Wallet verloren haben und jetzt keinen Zugriff mehr darauf haben. Aber die werden hier trotzdem mitberechnet beim Market Cap von Bitcoin. Zum Beispiel, ein Beispiel. Die Genesis Wallet, der Genesis Block, diese 1 Million Bitcoin, die da drin sind. Wer ist Satoshi Nakamoto? Ist der vielleicht schon tot? Ist der vielleicht. Ist das, wir wissen nicht. Sind diese 1 Million auch weg? Dann hätten wir 4 bis 5 Millionen, die im Circulating Supply drin sind. Versteht ihr, was ich meine? Aber der Preis wird anhand des Circulating Supplies gebildet, mal den aktuellen Preis. Da kann man locker 4 bis 5 Millionen von Bitcoin ja nicht rausrechnen. Wie viele Milliarden verschwinden dann? Und das Gleiche mit allen anderen Coins auch. Das ist ein künstlich. Dieser Total Altcoin Market Cap, wie der berechnet wird, kommt von der Börse. Und wie ich erklärt habe, macht es in der Börse Sinn. Da stecken wahrhaftig Gelder hinter. Was weiß ich, ob es Maschinen, Produktionsstätten sind, Gebäude, Patente, also geistiges Wissen, dickes Cashflow, was dahinter steckt. All diese ganzen Dinge geben einer Firma einen wahrhaftigen Wert. Der Rest ist dann der spekulative Wert, der dann entsteht durch Angebot und Nachfrage, natürlich. Dann kann eine Firma viel mehr wert werden durch Angebot und Nachfrage aufgrund der Aktien, wie es tatsächlich die Bücher repräsentieren. Aber dort macht es Sinn, nicht hier. Aber es wird stumpf angewendet und alle denken, ja, XRP kann niemals, weil der Market Cap dann so hoch ist. Die glauben, es muss ta tatsächlich und wahrhaftig so viel Geld da reinfließen. Das muss es aber nicht und das ist es auch nicht. Darum ist das schwachsinnig. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber ich kann es immer und immer wieder erklären, aber die Leute wollen es einfach nicht verstehen.
Darum hört auf, sowas zu sagen, dass aufgrund des Market Caps solche so bestimmte Coins nicht bestimmte Preise erreichen können. Das ist Quatsch. Das ist reinster Quatsch. Und sobald das alle anfangen werden zu verstehen, dann und wir nicht mehr darüber reden, dann wird es auch wieder passieren. Dann kommen alle, Herr Caro, alle reden darüber, dass der Market Cap gar keinen so großen Sinn mehr macht und dass bestimmte Coins einen viel höheren Preis erreichen können. Aber ihr redet gar nicht darüber. Ich sag's euch. Sobald alle dahinter kommen und alle anfangen werden, darüber zu sprechen, dann werden sie alle bei uns hier auch ankommen und sagen, der Caro, der redet gar nicht darüber, aber alle wissen es. Ach. Ich habe es schon oft genug erwähnt, oft genug, Leute. Wir haben ein Video darüber gemacht. $1,000 XRP Market Cap. Gib das mal bei uns beim Videos in der Suche ein. Guck dir das Video an. Da gebe ich auch schon genug Beispiele für.